Bevölkerung, kleiner sunnitischer König und sunnitische Herrschaftsfamilie. 70% der Bevölkerung sind Schiiten. Schiiten, Bürger zweiter, dritter, vierter Klasse. Und die sagen jetzt, Feierabend, wir wollen auch mitbestimmen. Wir wollen auch an den Fleischstoff. Wir wollen auch Privilegien, genau wie die anderen. Jetzt ist aber Bahrain, das kleine Bahrain, also produziert Aluminium und das Finanzzentrum und so, wollte mal Beirut ersetzen. Dieses kleine Bahrain ist durch einen Causeway, da ist der Golf, der Persische Golf ist ganz flach, das ist Saudi-Arabien vorgelagert, und zwar den östlichen Provinzen. Da die Schiiten in Saudi-Arabien wohnen nicht weit von den Schiiten in Bahrain. Arabische Schiiten, auf jeden Fall in Saudi-Arabien. Es gibt natürlich auch iranischstämmige Schiiten in Bahrain, das ist aber die Minderheit, die meisten sind Araber. Und die Saudis haben kürzlich gesagt, also, dass die Schiiten in Bahrain die Macht übernehmen können, das wäre völlig undenkbar und das könnten sie leider auch nicht gestatten. Dann sind sie mit ihren kleinen Panzern, amerikanische Panzer, wo gemerkt, ja, über den Causeway nach Bahrain fahren und denen mal zeigen, was eine Hake ist. Ja. Was für eine Katastrophe für den Westen, stellen Sie sich das vor. Unlösbares Dilemma. Bahrain ist der Heimathafen der 5. US-Flotte, der Persischen Golf. Ja? Was macht da der Barack Obama oder Hillary Clinton? Da flattern die ganz schön mit den Flügeln. Saudi-Arabien, meine Damen und Herren, verfügt über ein Fünftel, 20% der nachgewiesenermaßen, also der bekannten Erdölreserven der Welt. Wenn in Saudi-Arabien die Stabilität bedroht ist, was glauben Sie, was das für die Weltwirtschaft bedeutet? Eine Wirtschaft, die sozusagen immer noch, was sehr erstaunlich ist, wenn man denkt, wie viele intelligente Leute es gibt, dem ungebremsten Wachstumsgedanken verhaftet ist. Nicht im qualitativen Wachstum, sondern im quantitativen Wachstum. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Cui bono, zu wessen Nutzen? Die Frage wird nicht gestellt. Weil die Schere, auch bei uns, mehr Wachstum zwischen denjenigen, die davon profitieren, und denjenigen, die in die Röhre gucken dabei, immer größer, immer weiter auseinander. Es sind nur 20% der Bevölkerung, die davon profitieren, und richtig nur 10% von diesen 20%. Der Rest hat überhaupt nichts davon. Seit in den letzten in Statistiken der letzten 10 Jahre. Ja? Alles untersucht. Das heißt also, auch hier bei uns geht die soziale Schere immer weiter auseinander. Und bei der Betrachtung der arabisch-islamischen Welt, in der Rückkopplung der Probleme, die wir hier in unserer Gesellschaft mit dem orthodox daherkommenden konservativen oder reaktionären Islam haben, müssen wir eins feststellen. Die Revolution in Nordafrika, das Aufbäumen der Unterdrückten am Persischen Golf oder im Jemen sind nicht religiös motiviert, sondern da geht es um Bürgerrechte, da geht es um Freiheitsrechte oder geht es um das Recht auf wirtschaftliches Glück. All diese Dinge, die in der Aufklärung, Revolution, in all den Kämpfen, die wir hatten, in den
Auseinandersetzungen mit dem Feudalismus. Alles vergessen natürlich, weil die Geschichte haben sie auch gestrichen, ist reduziert auf Mindeststundenzahl in den Gymnasien, nicht? Deswegen ist ja wahrscheinlich Herr zu Gutenberg so populär. Scherz beiseite. Die Paulskirche ist vergessen. Besser nach Frankfurt. Also wenn schon. Jedenfalls Bismarck ist für uns kein Vorbild. Ne? Und zu sagen, Berlin war schon immer die Hauptstadt des Vereinigten Deutschlands, ist historisch auch falsch. Ne? Denn das gibt es ja erst noch nicht so lange. Das Vereinigte Deutschland. Ich meine jetzt das Kaiserreich. Ne? 70-71. Die Auseinandersetzung, die wir führen müssen mit uns selbst und auch mit unseren Gesprächspartnern auf der anderen Seite des Mittelmeers, ist, wie können wir unsere Erfahrungen konstruktiv einbringen, ohne weder oberlehrerhaft noch interventionistisch da konstruktiv zu helfen. Das ist das eine. Das andere ist Freiheit und Demokratie und Menschenrechte und auch die Freiheit zu wirtschaften. Wie weit das turbokapitalistisch unterminiert werden darf, ist wieder eine andere Frage. Aber so komplex können wir heute nicht vorgehen. Das sind ja Entwicklungen, das sind Prozesse. Wie lange hat es bei uns gedauert? Ja? Und ist es nicht so, dass der Wohlstand, der seit einigen Jahrzehnten hier die Gesellschaft vor allen Dingen bestimmt, das Bewusstsein über das historische Glück, was uns zuteil geworden ist, frei zu sein und diese Freiheit auch leben zu können, und zwar inhaltlich, nicht nur die Freiheit vom Konsum abzusehen, ja? Ich weiß, ich bin ein alter Ketzer. Das Bewusstsein scheint mir im Schwinden begriffen. Freiheit ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und eine unabhängige Justiz ist eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit. Und das ist das, was diese Menschen noch nie haben genießen können. Und selbst die Richter in Großteil der Richter in Ägypten konnten das, was sie gelernt haben, in die Praxis gar nicht umsetzen, weil sie vom Regime daran gehindert worden sind. Demokratie bestehen ja nicht, im Gegensatz zu dem, was George W. Bush immer gedacht hat, der ja auf einer Elite-Universität war, wie sie alle wissen. Aber auch in Amerika gibt es eben hier und da die Möglichkeit, den Präsidenten einer Universität zu beeinflussen. Positiv, natürlich. Das gilt übrigens auch für die London School of Economics, die Saif al-Islam Gaddafi promoviert hat. Nicht? Ja, und er hat eine Million geschickt. Das ist alles zurückgegeben. Sehr peinlich. Alles ganz peinlich. Keiner hat gewusst, dass das so ein böser Junge ist. Jetzt hat er endlich mal sein wahres Gesicht gezeigt. Also, wer wirft den ersten Stein? Wir sind alle nicht frei von diesen Versuchen.
Untersuchungen, nicht? Also diese ganze Geschichte mit der Schlange und so, das ist eben nicht Historie, das ist alles Realität, das ist Wirklichkeit. Das lebt mit den Menschen immer weiter fort. Ja? Und jeder, der stirbt und jeder, der neu geboren wird, ist damit konfrontiert. Ja? Ich plädiere dafür, dass der Westen eine gesunde Mischung findet zwischen unvermeidbarer Realpolitik und wertorientierter Außenpolitik. Das ist ein schwieriges Unterfangen, immer eine Gratwanderung, aber wir sind nicht glaubwürdig, wenn wir das anders machen. Es gibt fast nirgendwo mehr Vorbilder in der westlichen Gesellschaft. Wenn 70%, das stimmt, was die Bild-Zeitung schreibt, und ich habe da so meine Zweifel, wie repräsentativ solche Umfragen sind, aber ich glaube, jetzt wieder eine, wonach der zu gucken sagt, eben immer noch als einer der beliebtesten Politiker gilt, dass man in der Bevölkerung noch nicht mal mehr weiß, was wissenschaftlicher Betrug ist, dass einer, der an hervorragender Stelle eine der verantwortungsvollsten Tätigkeiten in dieser Gesellschaft im politischen Rahmen ausübt, dass der vor die Öffentlichkeit tritt, nicht nur einmal, sondern mehrfach und sagt, alles Quatsch, habe ich natürlich selbst geschrieben. Und es ist so offensichtlich, jeder hat schon mal eine Fußnote falsch gesetzt von uns, das ist normal, ja? Aber keiner hätte die Chuzpe besessen, auch vor allen Dingen die naive Blödheit, 50 Seiten am Stück wörtlich abzuschreiben. Kann man nur so blöd sein. Aber der Doktorvater hätte das schon sehen müssen. Entschuldigung. Ja, ist ja der Doktorvater und seine Verantwortung ist ja eine ganz andere Sache. Ja, aber da wird man auch gestellt bekommen. Doch. Jetzt, der jetzt. Kriegt jetzt Druck von, jetzt. Von ja klar. Aber es war ja Bayreuth, das habe ich vergessen. Franken! Ja. Wir gehören alle zusammen. Korruption gibt es nur in Afrika. Oder in der arabischen Welt. Ja? Und hier sind wir am Ausgangspunkt angelangt. Wir haben überhaupt keinen Grund, die Nase hochzutragen. In gar keiner Weise. Ja? Wir sind genauso Bananenrepublik wie die anderen. Vielleicht noch viel mehr Bananen. Ja? Wenn eine Bevölkerung zu 70% sagt, das war ein Kavaliersdelikt, der Mann soll seinen Job weitermachen, dann müssen wir uns fragen, wo ist unser Wertesystem hingekommen? Ja? Erlaubt ist, was gefällt, oder erlaubt ist, was den Erfolg bringt. Diese Art von Opportunismus, Beliebigkeit, gepaart mit der Vulgarisierung des öffentlichen Raums in einem Ausmaß, dass man sich schämen muss. Aber die falsche Frage, das ist auch die falsche Frage von Seiten der Journalisten oder der Diskussion nachher. Ja. Journalisten fragen nie zum Thema. Jede Frage ist richtig. Es kommt immer auf die Antwort. Ja? Es gibt keine dummen Fragen. Ja? Und die Journalisten sind so gut oder so schlecht, wie die Gesellschaft das erlaubt. Ja? Wenn das Publikum, und damit möchte ich dann schließen, weil das ist sozusagen eine Kritik pro domo, wenn das Publikum sich so anspruchsvolle Sendungen anschaut, wie diese Diskussion mit Frau Anne Will oder mit Frau Maischberg oder wie heißen die anderen, das ist doch unglaublich, dieses Niveau. Die Leute gucken das zu Millionen. Da geht es nicht darum, die Leute zu informieren oder Hintergründe auszuleuchten. Da werden irgendwelche
Protagonisten, die eine Rolle zu spielen haben, dramaturgisch, werden gegeneinander gesetzt. Ja? Ja? Der eine brüllt den anderen an. Und keiner von ihnen weiß aber Bescheid. Ja? Also kürzlich habe ich durch Zufall eine Sendung gesehen von dem Plasberg. Da stand Herr Kienzle, früher ZDF, davor Radio Bremen, ja, kenne ich gut, Ulrich Kienzle, war mal kurzzeitig eine Außenkorrespondentin und sprach in dem Zusammenhang immer von dem alltäglichen nahöstlichen Wahnsinn. Das war so die Haupterklärung für alles. Der stand gegen Michel Friedmann. Beide hervorragende Kenner der Region und der Verhältnisse. Und was haben die gemacht? Aufeinander eingehackt. Und die Leute gucken es. Da müssen wir uns doch fragen, warum gucken die das? Die Frage richte ich an Sie. Ja, also, an Sie richte ich die Frage. Überlegen Sie mal. Jetzt können wir diskutieren.